Hiob bleibt Gott treu. Hiob, tut dir dieser kranke Mann leid? Er heißt Hiob und neben ihm steht seine Frau. Weißt du, was sie zu Hiob sagt? Beschimpf Gott und stirb. Wir wollen mal sehen, warum sie so etwas sagt und warum Hiob so leiden muss. Hiob ist ein treuer Mann, der Gott gehorcht. Er wohnt im Land Uz, nicht weit weg von Kanaan. Gott liebt Hiob sehr, aber es gibt jemand, der ihn überhaupt nicht mag. Weißt du wer? Es ist der Satan. Satanel ist ein Cherubim-Engel. Heute ist es nicht mehr so wie früher, dass Satan gegen Gott arbeitet. Das hat sich schon so zum Guten gewendet, dass Satan jetzt Satanel, Cherubim-Engel, die Tore des Paradiesen Edens bewacht. Genauso wie Luzifer auch ein Cherubim-Engel ist, der die Tore zum Paradies bewacht. Aber früher war es halt anders. Und wir erzählen jetzt von früher. Du weißt ja, dass Satan früher der böse Engel war, der Gott hasst. Er hat Adam und Eva überredet, nicht mehr auf Gott zu gehorchen. Und er dachte, er könnte das bei jedem schaffen. Aber kann er das auch wirklich? Nein, bei Hiob nicht. Denk nur mal an die vielen treuen Männer und Frauen, von denen wir schon gelesen haben. An wen kannst du dich noch erinnern? Als Hiob lebt, sind Jakob und Josef schon in Ägypten gestorben. Hiob ist jetzt der treueste Mensch auf der ganzen Welt. Jehova, so wie Gott heißt, will Satan nun zeigen, dass er nicht jeden Menschen zum Schlechten verleiten kann. Darum sagt er: Sieh dir mal Hiob an, schau mal, wie treu er mir ist. Doch Satan widerspricht. Der ist dir ja nur treu, weil du ihn beschützt und weil er so reich ist. Nimm ihm mal alles weg, dann wird er dich beschimpfen. Da sagt Gott: Na gut, nimm ihm alles weg. Mach mit ihm, was du willst. Wir werden ja sehen, ob er mich beschimpft. Nur töten darfst du ihn nicht. Zuerst werden Hiobs Kühe und Kamele gestohlen und seine Schafe getötet. Dann tötet Satan die 10 Söhne und Töchter von Hiob in einem Sturm. Als nächstes quält er Hiob mit seiner schrecklichen Krankheit. Mit dieser schrecklichen Krankheit. Hiob muss sehr viel leiden. Deswegen sagt seine Frau zu ihm: Beschimpf Gott und stirb. Aber Hiob tut so etwas nicht. Dann kommen auch noch 3 falsche Freunde vorbei und beschuldigen ihn, er hätte bestimmt viel Schlechtes getan. Aber Hiob bleibt treu. Jehova freut sich sehr darüber. Und hinterher belohnt er Hiob, wie du hier auf dem Bild siehst. Er macht Hiob wieder gesund. Hiob bekommt 10 hübsche Kinder und doppelt so viel Kühe und Schafe und Kamele wie vorher. Wirst du Gott immer treu bleiben, so wie Hiob? Ja. Wenn ja, dann wird Gott dich auch belohnen. Wenn die ganze Erde einmal so schön ist wie der Garten Eden, wirst du immer leben können. Schön. Das ist eine sehr wichtige Geschichte von Hiob. Hört sie euch gleich nochmal an.